Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Elsnitzerinnen, liebe Elsnitzer, nachdem am Freitag eine Allgemeinverfügung, insbesondere das Schließen von Gaststätten, Baumärkten, Friseuren und Kosmetikgeschäften untersagte, tritt zum Montag 0 Uhr, also heute Nacht, eine weitere Allgemeinverfügung in Kraft, die umfangreiche Ausgangsbeschränkungen enthält. Es ist das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund untersagt. Triftige Gründe sind nur die Abwendung der unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, der Ausübung der beruflichen Tätigkeit, der Hin- und Rückweg zur Kindernotbetreuung, der Sicherstellung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs. Dies ist umfassend zu beachten. Ich bitte Sie aber trotzdem um Ruhe, Besonnenheit und Zusammenhalt. Diese Allgemeinverfügung tritt, wie gesagt, heute Abend um 0 Uhr in Kraft und läuft vorerst bis zum 5. April 24 Uhr. An dieser Stelle möchte ich einmal Danke sagen. Danke insbesondere an die Ärzte, Krankenschwestern, das Pflegepersonal, die Rettungskräfte, die sich um uns sorgen. Aber ein herzlicher Dank auch an die Kassiererinnen und Kassierer im Einzelhandel, in den Supermärkten, die Lkw-Fahrer, die unsere Versorgung klarstellen oder gewährleisten. Vielen Dank an diese Personen und wir sehen uns morgen. Vielen herzlichen Dank.